Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Let's Programs Tutorials. Heute geht es um das Spiel Pong und zwar ist es eigentlich ein besonderes Let's Program, weil das Ganze in einem Livestream stattfindet und somit seht ihr jetzt auch rechts einen Chat. Nicht wundern. So. Oh Mann. Also erstmal hier Rechtsklick und ein neues Projekt. Wir programmieren heute Pong oder Ping-Pong oder wie auch immer man das nennen will. Und das wird in purem Java geschehen. Dafür erstelle ich mir jetzt noch ein neues Package. Das nenne ich, so wie ich meine Packages immer nenne, also de.frank.main und in der Main. Mein Package ist dann eine Main-Klasse. Da wird das Programm gestartet und eine Frame-Klasse. Wenn ich jetzt eine Klasse erstellen dürfte und Eclipse sich nicht aufhängt, danke. Und dann bräuchte ich noch eine World, sage ich einfach mal. Da findet dann das Spiel statt. Hier, wie schon gesagt, kommt die Main-Methode rein. Und das Ganze ist etwas laggier, da ich ja das Ganze live streame und dann doch irgendwann mein Laptop nicht mehr ganz weiter weiß. Deswegen hat sich Eclipse wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen aufgehängt. Und hier, also, hier lasse ich das Frame, ich lasse Frame vom JFrame erben. Und dann können wir die Methoden vom JFrame hier direkt, zum Beispiel setVisible, direkt aufrufen. Und jetzt, wie gesagt, in der Main erstelle ich jetzt erstmal ein neues Frame und erstelle hier gleich noch diesen Pointer auf das Frame namens F, der jetzt erstmal ungenutzt bleibt. Dann rufe ich die Super auf aus dem JFrame und in diesem Super kann ich jetzt den Titel, also den Konstruktor von JFrame, und da kann ich jetzt den Titel reinschreiben und dann nenne ich einfach mal Pong. So. Und dann ersetze ich das JFrame auf nicht resizable und die Default Close Operation, also was passiert, wenn man auf das X von so einem Fenster setzt, soll auf Exit on Close setze ich den, so dass es, wenn man es drauf drückt, direkt schließt. Dann kommt hier noch irgendwas rein. Dann werden wir das packen. Das bewirkt, dass alles, naja, zusammengepackt wird. Und so, dass wir nämlich schon die Insets machen können. Die zeige ich euch gleich noch. Erstmal setzen wir das JFrame jetzt auf Visible und wir müssen hier noch die Größe definieren und das sage ich einfach mal auf 800, 500 und die Position des Fensters auf dem Bildschirm setze ich auf Null, so dass es direkt in der Mitte ist. So, also relative to. Genau. Wenn wir das Ganze starten, sollten wir schon ein Fenster bekommen. Und das dauert heute etwas länger. Währenddessen kann ich mir immer schön die Kommentare oder was auch immer, wie ich auch immer das nennen soll, durchlesen. So. Jetzt ist es da. Also es ist hier in der Mitte erschienen und es ist nicht resizable und einigermaßen die Größe. Aber wenn man sich die Größe anschaut in einem Editor, das, was ihr hier gerade seht, machen wir später noch. Und dass man dann mal hier die Größe des Innenraums anschaut, dann ist die nur 794 mal 471 groß. Und wir wollen aber, dass die 800 mal 500 die Innenfläche groß ist und dafür brauchen wir eben die Insets. Und da müssen wir eben auf die Größe die noch eben drauf addieren und das schaffen wir, indem wir getInsets aus JFrame ausrufen und dann left, also auf der X-Achse, beziehungsweise für die Width und die für die Breite eben die
rechts und links hier haben und dann für die Höhe Height, nicht Hashcode. Ey. Aber nicht Height. Bottom, genau. Meine Güte. Also Bottom und Top und dann hat man eben die passende Größe und dafür brauchen wir dieses Pack, weil wenn wir dieses Pack weglassen würden, würde es nicht funktionieren. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, dann sagt er hier schon mal Leinwand vergrößern, ist ja schon mal nicht schlecht. Und jetzt haben wir hier 800 mal 500. Genau. So, jetzt muss ich immer wieder diesen blöden Chat vorholen. Genau. Jetzt hätten wir noch irgendwas, mit dem wir da drauf, mit dem wir malen können. Und das ist eine neue Klasse, eine innere Klasse im Frame. Und zwar nenne ich die Screen und die erbt vom JPanel. Und in dieser, in dieser Klasse wird eine Methode überschrieben und zwar ist die PaintComponent. Ich hoffe, das ist die richtige. Ich verwechsel die beiden immer nämlich. Gut, damit wir das ausprobieren können, machen wir jetzt einfach mal, setzen wir die Farbe auf Rot. Das machen wir mit G.zColor, Color.red und dann füllen wir mal das Rechteck aus und zwar mit 0 und dann machen wir mal 799 und 499, dann können wir auch noch das betrachten. Jetzt brauchen wir hier noch eine neue Methode der Klasse Screen, eine neue Instanz, keine neue Methode. Und da eben, was ich vorhin gemeint habe, da kommt auch was rein, da kreieren wir jetzt eben diesen Screen und adden ihn zu dem Frame. Genau, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann haben wir hier einen wunderbaren roten Bildschirm und hier ist noch genau ein Pixel freigelassen, so wie ich das hier eben angegeben habe. Das heißt, alles passt. So, jetzt kommen wir zur Game Loop. Dafür brauche ich aber noch eine Methode. Und zwar heißt die Public Void Repaint. Und hier Repaint Screen, weil es in der Frame eine Methode namens Repaint schon gibt und dann ist das etwas strange manchmal das Verhalten, also lieber einfach Repaint Screen und dann rufe ich hier Screen.repaint auf. Genau. Und wenn wir das Ganze jetzt ja genau, jetzt kommt die Game Loop, also die Spielschleife. Dafür setze ich das hier auf While True. Und also das ist die Ansicht, die Game-Schleife, Game-Loop. Und da rufe ich jetzt erstmal einfach nur f.repaintScreen auf. Aber da kommt noch mehr hinzu. Und zwar brauchen wir ja nicht nur eine Methode zum Repainten, also die, zum Beispiel bei Pong eben die zwei Spieler und den Ball immer zu repainten, sondern wir brauchen eine Methode, um den Ball auch noch bewegen zu lassen. Und dafür eben noch eine Methode Update. Und die hat jetzt aber noch ein Parameter, und zwar Delta. Dieser, danke TimoX3K. Ich weiß nicht, ich kenne deine Programmierskills nicht. Und dieses Delta ist zwischen den Frames, wenn der zum Beispiel jetzt hier mal das Malen länger dauert, dann soll nicht doch so lange gewartet werden wieder mit dem Updaten, beziehungsweise es wird so lange gewartet mit dem Updaten, aber dann, wenn wir da ohne dieses Delta agieren würden und 1 drauf addieren, dann ist es manchmal schneller und manchmal langsamer drauf addiert und das wird eben mit diesem Delta wieder ausgeglichen, dass es sich immer gleich schnell bewegt. Jetzt müssen wir dieses Delta aber erst rausfinden und dazu mache ich außerhalb der Game Loop eine Variable long last frame und innerhalb eine Variable long this frame und daraus können wir eben jetzt diese Delta errechnen und das Ganze ist in Sekunden angegeben, das heißt also hier, das ist dieses Delta this frame minus last frame und da es in Sekunden ist, teilen wir noch durch 1000 und dieses F bedeutet, dass ein Float ist und eine Float Teilung dann durchgezogen wird und dann müssen wir das last frame noch auf this frame setzen, damit
dass immer wieder das neue Alte genommen wird, sozusagen. So. Eine Facecam. Naja. Mal schauen. So, und dann hier Thread.sleep. Das heißt einfach nur, dass der Thread, also der die sequentiellen Abfolgen hier abhandelt, der soll immer nach jedem Mal updaten und repaten, 10 Sekunden schlafen, damit wir den Prozessor bzw. den Thread nicht so auslasten. Und wenn er den Prozessor, weil der Thread schläft ja einfach. Dann, oh, da habe ich ja schon. Dann brauchen wir jetzt eine Klasse Game noch. Und genau, in dieser Klasse Game machen wir erstmal einen Konstruktor, da ist noch nichts drin. Eine Methode Update. Update mit dem Float Delta wieder, wie aus dem eben genannten Grund. Und eine Methode Draw mit nicht Gradient Paint, sondern Graphics G. Und dann werden wir hier in dem Frame eine neue Klasse, eine neue Instanz der Klasse Game erstellen. Und die erzeuge ich, bevor wir irgendwas beim Frame außer den Superaufruf machen. Denn weil den Superaufruf muss man immer als erstes in einem Konstruktor machen. Genau, und hier kann ich dann game.update sagen und hier das nehme ich mal raus und sage dafür game.draw mit den Graphics. Genau. Dann brauche ich das nicht mehr und kopiere das mal hier rein. Und jetzt schauen wir, ob das Ganze noch funktioniert. Ja, es funktioniert noch. Wunderbar. So, jetzt können wir hier direkt den Hintergrund festlegen für unser Pong Game. Und das mache ich jetzt einfach mal auf Dark Gray, weil ich denke, das schaut ganz gut aus. Und jetzt kommen da eben links und rechts noch solche Schläger hin und ein Ball. Und wie machen wir das am besten? Graphics 2D, weil ich es einfach nicht brauche im Moment oder beziehungsweise für diesen Fall hier. Oh, ich habe ja schon ein Package World. Hier machen wir jetzt eine Klasse Entity rein. Und dieses Entity bedeutet einfach nur, dass es ein Lebewesen bzw. ein Ding ist auf dem Bildschirm, was sich bewegen kann. Und das ist in dem Fall die zwei Schläger und der Ball. Und die haben jetzt gemeinsame Attribute zum Beispiel. Und da das eine Oberklasse ist, mache ich die Sichtbarkeit auf Protected, damit sie Unterklassen dann auch noch verwenden können. Und die haben nämlich eine Position, das heißt eine X-Position, eine Y-Position. Dann haben die eine alte Position, das heißt im letzten Bild, wo waren sie da? Das brauchen wir dann für die Kollisionsabfrage. Dann haben sie, den mache ich nochmal hierhin, eine Width und eine Height. Das heißt, wie groß das ist. Also Width ist Breite und Height ist Höhe. Die Height bei Schlägern ist zum Beispiel sehr groß im Vergleich zu Width. Beim Ball ist die Width und die Height gleich groß, so dass es ein Quadrat ist. Also ich mache da jetzt also ich mache keinen runden Ball, sondern einen eckigen Ball draus. Einfach nur, weil es mehr Retro ist. Und dann im Konstruktor, den können wir auch gleich noch für das Entity erzeugen. Da kommt jetzt einfach noch nur die X-Position, die Y-Position, die Width und die Height rein. Und das übernehmen wir dann. Also mit this.x, also in this sprechen wir immer die globale Variable ein und das ist die hier und die gleich x hier, da sprechen wir dann die lokale aus dem Konstruktor an. So, und das mache ich eben jetzt für alle. Und dann passt das schon. Und jetzt mache ich für alle noch Getter. Warum wird... Gut, das ist Gewöhnungssache und Geschmackssache. Also jetzt mache ich hier überall für die alle noch Getter hin. Und auch für die X-Position und Y-Position zur Vorsicht Setter. Get old X und get old Y. So, jetzt
brauchen wir noch zwei weitere Methoden, und zwar einmal Public Void Update. Weil jetzt denkt ihr, was soll denn diese Oberklasse hier ein Update haben, wenn die sowieso, wenn die Schläger und Ball unterschiedlich sich verhalten. Eine Sache haben sie aber gemeinsam, und zwar wird die alte Position immer noch schon übernommen am Anfang, so dass wir das einfach nur per Super dann in dem Ball und dem Schläger aufrufen müssen. Und dann gibt es auch noch eine Gemeinsamkeit, und zwar Draw. Nicht wie, oh, immer dieses Gradient. Und da setzen wir jetzt die Farbe auf Weiß. Und dann können wir, weil wir das, diesen Draw-Prozess hier immer vereinheitlichen, und zwar mit X, Y, Width und Height, können wir das direkt im Entity regeln. Und das ist eben dann Fill Rect mit X, Y, Width und Height. Ach so, ja. Und die Width und die Height ist natürlich ein Integer und kein Float, weil die hat ja nur eine bestimmte Pixelgröße, und demnach können wir das hier so lassen. Aber die X- und die Y-Position, die brauchen wir dann fürs Updaten auf Float. Falls zum Beispiel jetzt das um 0,8 geupdatet wird, dann sind wir, und es beginnt bei 0 beides, dann sind wir bei beiden bei 0,8. Aber beim Integer wird ja immer abgerundet, und dann wären wir wieder bei 0, und das wollen wir nicht. Und genau deswegen caste ich das erst hier zu einem Integer. So. Jetzt erzeugen wir noch eine neue Klasse Ball und eine neue Klasse Player. Und die beiden Klassen erben dann von Entity. So. Und die wollen, der will jetzt einen Konstruktor haben, den wir hier im Entity definiert haben. Und sonst nichts weiter, aber wir können hier schon mal die Update-Methode überschreiben lassen, weil wir da sowieso ja noch was brauchen. Genau, und dann mache ich denselben Spaß noch für den Spieler. Willst du mich jetzt verarschen? So. Ah, irgendwie wollte er gerade nicht den finden, die Klasse Entity nicht finden. Und hier machen wir dasselbe nochmal mit dem Update rein. So. Ich lese mir das jetzt nicht alles hier an der Seite durch, weil sonst vergeige ich die ganze Folge hier. Jetzt brauchen wir in dem Game einen Player. Ey, jetzt will der diesen blöde Auto-Dings nicht mehr haben. Und zwar brauchen wir ein Player Left. Das missfällt mir gerade etwas, weil ich das immer sehr, sehr gerne benutze. Oh, jetzt muss ich mal, importe ich das mal kurz manuell. Punkt Player. So. Und dann brauchen wir noch Ball. Und den, wir kreieren nämlich noch auch eine Instanz Ball. So. Und dann erstellen wir einen Player Left, einen neuen. Und der Player Left soll jetzt bei 10, 0. Ich mache gerade einfach irgendwelche Werte hier, die. Ups, das ist natürlich viel zu breit. Die gut aussehen könnten. Und dann schauen, können wir das einfach mal anschauen. Und dann machen wir noch einen Player, also erzeugen wir den Player Right, weil damit erstellen wir ja nur die Pointer, und hiermit erstellen wir dann die Objekte mit einem New, und damit mit dem Player Left zeigen wir auf dieses Objekt, und der Player Right soll rechts sein. Dementsprechend müssen wir da ein bisschen rechnen, und zwar 800, und da die Koordinaten immer links oben beginnen, ist vielleicht wichtig zu wissen. Also 0, 0 ist links oben, und dann nach unten geht's positiv, und nach rechts geht's positiv. Und dann sind das, dürfte das 740 meines Erachtens sein. Und dann passt es. Und der Ball wird einfach mal in die Mitte gestellt. Also es gibt da wilde Diskussionen um die Schreibweisen. So kann ich das auf dem peripheren Sehen erblicken.
Oh, der soll jetzt in der Mitte sein. 400 ist die Mitte und dann machen wir den mal 20 mal 20 groß. Das heißt 3, 390 und 240, 10 und 10. Mal schauen, wie das aussieht. Ach, 20 mal 20 wollte ich ihn. Hups. So, und hier wird dann einfach der Player gerendert. Player left.draw, Player right.draw und der Ball wird natürlich auch gemalt. So. Jetzt hoffe ich, dass das Ganze aussieht. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, der ist hier noch ein bisschen zu weit links geraten. Das liegt natürlich an meiner Dummheit, weil ich jetzt hier das mit dem 50 verwechselt habe. Das muss natürlich auf 780. Aber ich würde sie gern noch auf 100 vergrößern. So, wenn wir uns das Ganze anschauen, so finde ich, passt das, aber das könnt ihr ja individuell anpassen. So, jetzt machen wir als erstes die Bewegung, beziehungsweise eine Bewegung vom Schläger. Und zwar ist die eine, also wir müssen jetzt im Player noch definieren, ob es die KI ist, also ob es die KI steuern soll oder der Spieler. Und dann mache ich hier einen neuen Boolean rein. Und zwar private boolean is controllable. Also manche machen dafür auch eine neue Klasse für für die AI und für den kontrollierbaren Schläger. Ich mache das lieber in eine, ich weiß nicht, das gefällt mir besser. So, und hier im Update unterscheiden wir jetzt, wenn das controllable ist, dann können wir es hier steuern, das müssen wir jetzt gleich noch machen und sonst wird es von der AI gesteuert. So, jetzt brauchen wir ja irgendwie was noch zum Abfragen, ob jetzt die Maus, irgendwas auf der Tastatur gedrückt worden ist. Und dafür erstelle ich ein neues Package und zwar nenne ich das Helper. Und da kommt jetzt eine Keyboard-Klasse rein. Keyboard. Und die implementiert den Key Listener. Und jetzt mache ich da noch eine Besonderheit. Und zwar der Informatik. Und zwar mache ich diese Klasse mit dem Singleton Design Pattern. Das heißt, es gibt insgesamt dieser Klasse nur eine Instanz, weil wir brauchen ja auch nur ein Keyboard. Und das macht man, indem man einen privaten Konstruktor erzeugt, so dass es von außen nicht mehr initialisiert werden kann. Und dann macht man eine statische Variable von dieser Klasse eben, also eine statische Instanz. Und die nenne ich jetzt Instance. Und die initialisiert man eben direkt und dann kann man von außen diese Instanz auf die zugreifen und so gibt es eben nur im gesamten Programm eine Instanz von dem Keyboard. Und dann macht man noch ein Private Boolean hier, ein Array für die Keys. Also das heißt, da ist dann drin gespeichert, welche Tasten jetzt alles gedrückt worden sind und können wir hier in dem privaten Konstruktor initialisieren mit 1024. Das ist einfach, es sind eigentlich viel zu viele, aber einfach nur, dass es in der Zukunft nicht abstürzt. Aber das können wir auch noch verhindern, indem wir eine If-Abfrage noch machen. Und dann brauchen wir hier noch public void, boolean is key down. Und da kommt jetzt das Key-Event rein. Nein, nicht das Key-Event, die ID. Und das returnt dann einfach, ob die in dem Keys Array die ID true ist. So. Wie viel haben wir jetzt schon? 24 Minuten. Ich habe es mir schon viel mehr erdacht, aber gut. Und dann, wenn der Key gepresst ist, dann sagen wir, wenn e.get Keycode, also das ist diese ID, dieser Keycode, ist kleiner als keys.length, dann soll keys an der Stelle e.get Keycode auf true gesetzt werden. Und wenn wir das Ganze wieder releasen, dann wird es wieder auf false gesetzt, sodass er nicht mehr
gedrückt ist. Das ist unsere ganze Keyboard-Klasse, soweit ich weiß. Vielleicht wird noch was dazu addiert. Auf jeden Fall müssen wir jetzt im Frame noch diesen Key-Listener hinzufügen. Das heißt, dass es hier auch über das Interface was ausgeführt, also diese Methoden ausgeführt werden. Und da erwartet jetzt eben den Listener, also der die implementiert den Listener, und das ist eben Keyboard. Ey, das regt mich gerade auf. Jetzt muss ich die Import selber machen. Import de.frank.helper und dann Keyboard. Der erkennt gerade die Klassen irgendwie nicht. So, Keyboard. Get Instance. Ja, jetzt hat er. Genau. Und das ebenso rufen wir die Keyboard-Klasse auf. Beziehungsweise die Keyboard-Instanz. Und jetzt können wir auch in dem Player mal schauen, ob das funktioniert. Und zwar, wenn. Jetzt brauche ich wieder den Import. Das tut mir sehr leid. Aber das geht gerade nicht anders. Hier. So. Und zwar Keyboard. GetInstance.isKeyDown. Das rufen wir auf und dann brauchen wir den Key-Event. Ja doch, hat schon gepasst. Hat schon gepasst. Und da gibt es eben Konstanten und mit diesen Konstanten können wir dann abfragen, zum Beispiel, ob die W-Taste gerade gedrückt ist. Und wenn das der Fall ist, soll es einfach mal True ausdrücken. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch hier updaten in der Update-Methode von dem Game. So. Ja, das mache ich jetzt nicht in der. Es klappt noch nicht, wie ich gerade sehe. Also, ich restarte jetzt Eclipse nicht in der Aufnahme und dem Livestream währenddessen. Es wird mir etwas zu viel. Schauen wir mal kurz. Oh. Es klappt nicht, weil wir natürlich hier nicht isControllable gesetzt haben und der Player Left soll jetzt einfach mal controllable gesetzt werden. So, jetzt drücke ich W und es klappt so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, dann können wir ja schon mal jetzt anfangen. Ich schaue mal kurz, wie viele Zuschauer jetzt da sind. Ja, geht. Und zwar, wenn W gedrückt ist, dann soll die Y-Position um eine bestimmte Speed um eine bestimmte Speed subtrahiert werden, weil es muss ja nach oben und nach oben ist die negative Richtung. Und dafür mache ich mir jetzt hier noch ein Private Final Float Speed und die setze ich jetzt einfach mal auf 100. Ich habe keine Ahnung, was da gut ist. 300. Und dann y minus gleich speed und dann wichtig mal delta, damit eben aus dem vorhin genannten Grund, dass immer gleich viel pro gemalten, also pro Update ist. Genau. Und dann sehen wir, es klappt, der ist verschwunden. So, und dann machen wir hier noch ein else if, also wenn es nach wenn dann S gedrückt worden ist, dann soll Y zu Y Speed mal Delta addiert werden. Und das wird klappen, das bin ich mir ziemlich sicher. Und wie alt ich bin und so weiter, erzähle ich euch nach der Aufnahme von dem Pong. Und dann soll das Ganze natürlich hier, das kann ich ja doch jetzt zeigen, in Bounce gehalten werden, das heißt, man soll nicht oben raus können, beziehungsweise auch nicht unten raus. Demnach müssen wir jetzt hier, wenn y kleiner 0 ist, dann soll y auf 0 gesetzt werden. Das ist schon oben jetzt so. Jetzt können wir nach oben nicht mehr raus. Jetzt das Ganze, der ganze Spaß noch für unten, das heißt, wenn y ist größer als die 500, also die Fenstergröße, minus die Height von dem von diesem Balken, und dann
muss die da hingesetzt werden. Warum minus den Balken? Naja, wenn wir erst sagen 4500 da unten, dann würde das, da das ja hier oben anfängt, noch bis da unten gehen können und dann erst aufhören. Und deswegen minus height. So. Und hier kann man jetzt eben nicht mehr raus. Den kann man natürlich nicht kontrollieren. Das wird dann später noch von der AI gemacht. Aber jetzt haben wir hier im Prinzip schon den die Eingabe gemacht. So, jetzt bewegen wir den Ball. Und zwar braucht dieser Ball hat eine gewisse X-Speed und eine gewisse Y-Speed. Also auf der X-Achse eine gewisse Geschwindigkeit, die ist jeden Frame dazu addiert, und auf der Y-Achse. Und das speichern wir eben jetzt in X und Y Speed rein. Und jetzt würdet ihr das vielleicht anders vermuten, aber ich mache jetzt hier eine Methode, und die heißt Set Speed, und zwar aus einer Rotation heraus. So dass er sich zum Beispiel maximal 45 Grad von der horizontalen abweichen kann. Nicht, dass das dann zu vertikal wird und man muss 10 Minuten warten, bis mal der Ball endlich bei einem angekommen ist. Und dafür machen wir auch nochmal eine Private Final Float Speed, mit der der Ball dann fliegt. Und aus dieser Rotation können wir jetzt nämlich die X- und die Y-Speed rausfinden. Und zwar mit simpler Geometrie. Und das, die X-Speed ist mal der Cosinus aus dieser Rotation mal die Speed. So, das war's schon. Das habe ich schon so oft erklärt, und jetzt habe ich auch nichts dafür vorbereitet. Ich hoffe, dass ihr das schon versteht. Und sonst müsst ihr das mal kurz selber überlegen, warum das so ist. Das, beziehungsweise, ja. Genau. Und in der Update-Methode wird jetzt eben zum Ball, zu der X-Position vom Ball, die X-Speed mal die Delta addiert, und das der gleiche Spaß noch für die Y-Speed mal Delta. So. Und wenn wir jetzt hier dem Ball eine Rotation reingeben, dann müsste daraus schon eine Flugbahn entstehen. Und zwar mache ich das jetzt mal in Grad angegeben, bloß funktioniert dieser mit der Sinus und der Cosinus, den ich habe, nur mit Rad, und deswegen müssen wir ihn zu Radians hier noch konvertieren, und dann sage ich einfach mal 45 Grad, und dann müssen wir noch casten, weil ich hier eine, ach, das mache ich anders, ich gebe hier ein Double an, so. Dann muss ich es auch nicht casten. So, und wenn wir das Ganze jetzt betrachten, sollte der Ball schon in eine Richtung wegfliegen. Genau, da haben wir es schon gesehen. Leider Gottes leckt das etwas, aber gut. Wir sehen, dass er hier nach unten wegfliegt. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf minus 45 setzen, dann fliegt er nach oben weg, und zwar im 45 Grad Winkel. So, das passt. Und wenn wir das in die andere Richtung haben wollen, machen wir dann 180 und plus minus 45 Grad. Dann haben wir denselben Effekt, plus in die negative X-Richtung. Jetzt lasst mich kurz überlegen. Jetzt machen wir erstmal noch kurz was, dass der Ball auf der Y-Achse im Spielfeld bleibt. Das heißt, auf dieser Achse, also hier oben kann er dagegen prallen und hier unten. Und hier hinten geht er durch. Und damit wir hier die Punkte feststellen können, das machen wir auch gleich noch. Das bedeutet, jeder Player hat einen Score, das kann ich gleich noch machen. Und dieser Score, den kann man getten, beziehungsweise man kann zum Score hinzu addieren. Und Score plus gleich AddScore dann logischerweise. So, in dem Game müssen wir jetzt ein paar Abfragen machen, und zwar wenn der ball.getY, also auf der, also wenn die Höhe des Balls kleiner als 0 ist,
Denn das ist dasselbe wie eben beim Schläger im Prinzip. Dann soll der Ball auf 0 gesetzt werden und dann müssen wir jetzt hier noch was machen. Und zwar müssen wir hier die einmal die Y-Speed umkehren. Das heißt, ich mache hier eine Methode public void invert y-speed und da wird eben y-speed mal gleich minus 1 genommen, so dass sie abprallt von der Bande und dann kann ich ball.invert y-speed. Ja, das kann durchaus sein, da kann ich jetzt aber nichts dagegen tun. Ich hoffe, man sieht es dann in der Aufnahme. Sonst nehme ich das Tutorial noch mal irgendwann auf. Weil das ist etwas doof sonst. Und das machen wir jetzt noch dasselbe für unten wieder. Das heißt größer als 500 und dann wieder ball.getHeight abziehen. Ups, nicht auskommentieren. Und dann ZY ist dann 500 minus ball.getHeight. Und dann wird auch nochmal die Y-Speed inverted. Wenn wir das Ganze ausführen, hoffe ich, dass es funktioniert. Ja, ihr habt gerade gesehen, dass der Ball, hoffentlich habt ihr gesehen, ich meine, wenn das leckt, ist es natürlich ungünstig. Ich meine, bei mir leckt es hier auch rum, aber gut. Dass der Ball von der Bande unten abgeprallt ist. Und jetzt stellen wir noch fest, ob es Punkte gibt. Das heißt, wenn der ball.getY ist, get x, also wenn die x-Koordinate von dem Ball kleiner als ball.getWidth ist, das heißt, wenn der Ball ganz aus dem Fenster nach links heraus verschwunden ist, dann soll der Ball respawnen. Dafür mache ich eine private Methode public void ball_respawn. Und dann kann ich hier sagen, also wenn der nach links raus ist, dann gibt es für den rechten Spieler einen Punkt, also plus 1 und der Ball soll respawned werden. Und okay, das ist ungünstig. Und wenn er nach rechts rausfliegt, dann soll er. Aber ihr seht euch schon selber im Chat, oder? Also wenn er nach rechts rausfliegt, also wenn die X-Position größer als 800 ist, dann gibt es für den Left ein Score. Und wir brauchen hier noch eine Variable, und zwar heißt die Boolean, beziehungsweise machen wir ein Int draus, und zwar Direction. Und das ist eben, in welche Richtung er am Anfang wegfliegen soll. Und wenn jemand den Punkt gemacht hat, dann kriegt er auch sofort wieder den Ball zugeflogen. So dass wir hier, also der Rechte hat den Punkt gemacht, dementsprechend 1. Also mal, wir nehmen das Ganze dann mal die Direction. Und dann wird es nämlich umgekehrt. Und dann kann ich, und hier minus 1. Und dann kann ich hier Ball Respawn 0 zum Beispiel sagen. Und dann muss ich hier auch noch dem Ballbot ZX sagen, das ist 390 und Ball, also jetzt wird der Ball wieder in die Mitte zurückgesetzt mit den beiden und hier wird die Speed also wird die Speed definiert und das eben nochmal Direction, damit sie es eventuell umkehren kann. Und hier kommt jetzt, das soll es zwischen minus 45 und 45 schwanken. Das bedeutet, wir machen math.random, das heißt eine random Zahl zwischen 0 und, also zwischen inklusive 0 und exklusive 1, dann mal 45, dann kann sie nicht 45 erreichen, aber ganz knapp, einmal 90, ups, sorry, weil sie hat ja 90 Range und dann wieder minus 45, damit sie auch minus 45 erreichen könnte. Und so haben wir dann eben zwischen minus 45 und 45 was. Und dann führen wir das Ganze mal aus und schauen, ob was passiert. Ja, bloß dass er noch in die falsche Richtung immer respawnt.
Das ist noch ungünstig. Weil der andere hat den Punkt gemacht. Lass mich. Ah, ich hab hier. Hä? Bum, 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 bum. Man sieht das mit dem Score im Bild sieht. Hä? Macht noch. Na ja, ach so. Macht noch, dass man den Score im Bild sieht. Natürlich mache ich da. Das. Oh. Jetzt bin ich aber gerade kurz am. Gerade am Überlegen. Wenn ich das hier umdrehe, vielleicht geht es auch gar nicht, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das geht immer noch in die Richtung. Oh. Ich muss. Ah, das ist natürlich. War unklug von mir. Und zwar, wir können das schon so lassen, wie das war. Jetzt habe ich das Falsche gemacht. Hups. Aber das dürfte nicht funktionieren. Das dürfte nicht funktionieren, genau. Und zwar, wenn wir das mal in minus 1 nehmen, dann wird es bloß die Gradzahl umgedreht und nicht die Richtung. Das heißt, wir müssen hier abfragen, if direction ist. Oh, nein, wir machen das hier direkt da drin. Und zwar, wenn die Direction. Lasst mich kurz überlegen. Okay, wenn die Direction 1 ist, das heißt, wir können das hier direkt in dem verpacken, dann soll das Ganze, dann soll nichts passieren. Das heißt, wenn die Direction minus 1 ist, dann wird nichts mal genommen, sondern minus, beziehungsweise mache ich lieber plus 180 Grad. Ich muss kurz selber nachdenken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es könnte so funktionieren. Oh, das klappt nicht ganz. Ah, ich halte an dieser Stelle mal kurz die Aufnahme an. Und aber im Livestream geht es natürlich weiter. Und zwar habe ich den Fehler rausgefunden, und zwar ist das hier eine Klammer zu weit rechts geraten. Es muss innerhalb dieser Klammer, wo wir noch in Degrees rechnen, geschehen und nicht außerhalb von 2 Radians. Also außerhalb des, weil sonst wird es ins Radians angegeben und das wollen wir ja nicht mit 180. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir, dass es klappt und zwar immer abwechselnd, so wie es auch sein soll. Und immer schön unterschiedlich von der Richtung her. Jetzt erkennt ihr schon, dass die Kollision ominöserweise noch nicht funktioniert. Das liegt daran, dass wir sie noch nicht eingebaut haben. Aber erstmal mache ich noch den Score mit rein. Und zwar brauchen wir dazu einen Fond. Den erstelle ich hier mal kurz. Ups. Fond, Fond. Und dann machen wir hier einen neuen Fond. Und der soll einfach mal Areal sein, 0 und 30. Ich weiß nicht, was da richtig ist. Beziehungsweise das kommt natürlich jetzt dem Retro-Dings nicht nach. Das sollte eigentlich so ein ganz schön schlichter Fond sein, aber gut, das ist jetzt Nebensache. Und zwar müssen wir hier jetzt den Fond zu dem Fond setzen und dann können wir schon mal versuchen hier den Player Score anzeigen zu lassen. Get Score und dann Doppelpunkt und Player Right.get Score. Und zwar lassen wir den jetzt einfach mal auf 0 und 300 anzeigen, um zu sehen, ob es funktioniert. Und wir setzen die Farbe noch auf Weiß. White. Ich denke, sie ist sowieso auf White gesetzt, einfach nur zur Vorsicht. Hier sehen wir schon immerhin einen Score, 2-1, 2-2 und so weiter. Das klappt auch, das hier mit der Erkennung. Nee, das passt schon. Ich lasse den sowieso für den jetzt. Und jetzt wollen wir ihn noch etwas größer hier in der Mitte haben, hier in der Mitte oben. Also erstmal etwas größer, da können wir das hier anpassen, sage ich mal doppelt so groß. Ja, das passt. Und dann
Dann müssen wir das jetzt eben noch zentrieren. Und dafür brauchen wir jetzt Form-Matrix. Und die erreichen wir, indem wir G-Punkt, also von den Graphics, und dann get Form-Matrix. Und da können wir jetzt nämlich String-Width sagen, als rauskriegen und da reinkopieren, den String, den wir da haben wollen. Und so haben wir die, und dann noch Punkt. Ach so, nein, passt. Ich bin Textbounce gewöhnt. Und da haben wir eben die Breite des Textes damit. Und damit können wir nämlich den Text jetzt zentrieren. Und zwar, indem wir hier eine Klammer machen und dann 800 minus diesen Width und dann noch durch 2. So. Das 800, also wenn wir einfach nur 400 nehmen würden, dann würde der nicht, dann würde der in der Mitte direkt links anfangen mit dem Text und nicht, dass es komplett in der Mitte ist. Und deswegen müssen wir hier im Prinzip davon nochmal die Hälfte von der String Width abziehen, damit es komplett in der Mitte ist. Und hier sage ich einfach for.getHeight. Oh, getSize, glaube ich. Und wenn wir das Ganze anschauen, dann haben wir hier einen Score oben und der taugt mir persönlich, so wie er ist. Und besser ist es noch, wenn der vor dem Ball gemalt wird, beziehungsweise direkt hier, damit damit wenn der Ball zum Beispiel mal rot ist, damit er nicht hinter dem ist, weil ich finde, das sieht schöner aus, wenn der dann auf dem drauf ist. Genau. Jetzt brauchen wir noch die Kollisionsabfrage und die KI für den Schläger, und dann haben wir es. Und das ist beides nicht so schwer. Und zwar gehen wir dafür mal in den Ball rein und machen eine Public Void, eine Methode Public Void Check Collision. Und zwar mit einem anderen Entity. Entity. Neu. Jetzt erkennt er es wieder nicht. Aber gut, egal. Jetzt, glücklicherweise ist der ja. Was ist denn jetzt? Oh. Entity. So, jetzt passt es wieder alles. Und Check Collision ist jetzt, also da wird jetzt eben der Ball so modifiziert, dass er von dem Spieler Schläger abprallt. Dafür müssen wir erstmal rauskriegen, ob überhaupt eine Kollision stattfindet und wie kann man das machen. Das habe ich auch zwar schon sehr oft erklärt, aber ich erkläre es nochmal, weil es elementar ist. Und zwar, es gibt eine Kollision, wenn vom ersten Rechteck, da kann ich noch 1 dazu schreiben, etwas größer, 1, oh, etwas sehr viel größer, und 2, so. Wenn vom ersten Rechteck die linke Seite links von dem, von der rechten Seite des zweiten Rechtecks ist, das ist immer farblich markiert, und die obere Seite des ersten Rechtecks oberhalb der unteren Seite des zweiten Rechtecks und so weiter. Also für die anderen beiden, das hier muss rechts von dem sein und das hier muss unterhalb von dem sein. Warum ist das so? Wir können das Ganze ja mal ausprobieren. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die linke Seite des ersten Rechtecks rechts von dem des zweiten platzieren, dann ist er da und es kann gar keine Kollision mehr stattfinden. Also auch obwohl die anderen alle wahr sind, findet, kann hier keine Kollision mehr stattfinden, weil er hier irgendwo neben dem, rechts neben dem ist und dann nicht mehr berührt. Und deswegen müssen, jetzt habe ich es auf Versehen gespeichert, deswegen müssen alle 4 Bedingungen hier übereinstimmen. So, jetzt irgendwas war im Chat, da habe ich nicht gesehen. Aber danke, dass ihr das macht. Jetzt implementieren wir eben die Abfrage, und zwar wenn
des x, also vom ersten Rechtecks, das die linke Seite muss kleiner sein als das hier, also das x des zweiten Rechtecks plus die Breite. Das heißt, x ist kleiner als e.getx plus e.getWidth und wiederum muss x plus die Width größer sein. Und zwar ist das hier das rote, das muss größer sein als das von dem, das heißt e.getx. Und denselben Spaß im Prinzip noch für die y-Achse, e ist kleiner als y und getHeight und y plus Height ist größer als e.gety und dann gibt es eine Kollisionsabfrage. So, jetzt hoffe ich, dass der Ball möglich... Oh, das passiert noch natürlich noch nichts, da wir erst die Methode noch aufrufen müssen. Und zwar, nachdem wir das hier getan haben und... Ja, machen wir es einfach mal. Und hier können wir eben jetzt ball.checkCollision mit Player Left und Player Right. So. Jupp, das dürfte passen. So. Ah, da hat es berührt und wir haben hier auch eine True-Aussage. So. Weil ich lieber das selber... Okay, ich mal weiß nicht, ich mag das mit dem Rectangle Intersect nicht. Ich mach das lieber selber und bin... Ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Ja, jetzt habe ich schon den Rest, den ganz kompletten Folge aufgenommen mit Chat. Der bleibt jetzt da. So. Jetzt müssen wir irgendwie noch auf die Kollision, also das ist ein, wenn es eine Kollision gibt, muss es auch dann wieder drauf reagieren. Das bedeutet, im Moment hat es True ausgedrückt, aber es soll irgendwas mit dem Ball passieren. Und zwar machen wir das so, dass, und zwar jetzt wird es wieder etwas komplizierter, wenn der Ball hier drin ist und er war auf der alten Position, dafür brauchen wir die alte Position, war er hier, dann soll der hierhin resettet werden, also direkt wieder an des Dings. Wenn er allerdings von oben kam, soll er natürlich nach oben resettet werden und nach unten und nach rechts. Also wenn er von hier kam, soll er auch rechts sein und so weiter. Und dementsprechend hole ich den Chat wieder vor. Und genau. Das machen wir jetzt noch. Dazu müssen wir abfragen, wo die alte Position vom Ball vorher war. Das heißt, wenn die alte Position... Nein. Erstmal müssen wir noch abfragen, ob es überhaupt eine Kollision mit der alten Position gibt. Das heißt, wenn die früher hier, sagen wir mal, hier war... Und der ist jetzt hier, dann auf der x-Achse gemoved ist er hier, das heißt es gibt keine Kollision, aber auf der y-Achse, Versprecher for the win, wenn der auf der y-Achse kollidiert, dann kollidiert er eben nicht, und deswegen wird er auf der x-Achse dann resettet, also hierhin, beziehungsweise dann hierhin, wo er eben war. Genau. Und das machen wir jetzt noch. Und dafür müssen wir eben abfragen, ob der mit dem alten X kollidiert ist. Hier so. Und so. Und wenn. Und dasselbe noch für die Y-Achse. Das heißt Alt Y und so weiter. So. Und dann. Jetzt brauchen wir eine if-Abfrage, wenn old x, jetzt müssen wir noch, jetzt wissen wir, dass es auf der x-Achse kollidiert ist, aber wir wissen nicht, ob von da oder von da der gekommen ist. Dementsprechend müssen wir da noch unterscheiden. Wenn old x ist größer als der e.getx
x plus e.getWidth, also die Mittelposition des Schlägers in dem Fall. Wenn das der Fall ist, dann soll die neue Position, also x soll e.getX plus e.getWidth sein und dann noch ein ganz kleines bisschen drauf addiert, einfach nur damit es nicht mehr kollidiert. Und sonst kommt er von rechts und da ist es eben e.getX und dann noch minus die Width, so, weil, also hier, wenn wir das einfach nur auf e.getX resetten würden, wenn er von hier kommt, dann würde er hier drin landen, aber wir wollen ihn natürlich hier draußen haben. Genau das andere geht natürlich für die andere Seite. Und dann noch jetzt für die Y-Achse. So, e.getHeight. So. Also da müssen wir im Prinzip anstatt x y schreiben und anstatt width immer height und dann haben wir genau dasselbe. Ach ja, und hier natürlich nicht drauf addieren, sondern subtrahieren, weil da, dann sonst wäre es wieder in dem drin. Das war mein Fehler noch, aber das sieht doch jetzt ganz gut aus. So, wenn wir das Ganze ausführen, hoffe ich, dass es klappt. Oh, das sah... Das ist nicht das Ergebnis, was ich haben will. Oh Gott. Ich meine, es hat immerhin schon mal was gemacht, aber das, was es gemacht hat, war nicht ganz richtig. Oh, hier, der Chat ist wieder vorne. So. Und jetzt muss ich wieder kurz überlegen. Da schließe ich euch aus der Ausnahme aus. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar ist der Fehler, dass wir hier abfragen, ob das alte x, also ob das neue y kollidiert und dann soll natürlich nach dem alten, also dann soll die y-Achse geändert werden und nicht die x-Achse und deswegen, da lag eben der Fehler drin. Genau. Da etwas ominös, jetzt hat er es gehighlightet. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, würde es trotzdem nicht funktionieren, wie wir eben gesehen haben. Also es funktioniert so halb, aber der geht immer noch weiter nach links. Wir müssen nämlich noch die Speed wieder invertieren. Und dafür mache ich hier ein Integer, gebe ich zurück. Und wenn nichts passiert, soll er 0 returnen. Doch, er soll einen Boolean einfach returnen. Das passt schon. Der returnt er false, also wenn keine Kollision stattfindet. Und sonst returnt er true. Warum wir das machen, ist ganz einfach. Und zwar, wir müssen natürlich den Ball noch in die andere Richtung wieder lenken. Und hier ist unser Ball Respawn. Beziehungsweise, wir machen hier das mit dem Ball, dass der wieder umgelenkt wird, auch wenn es etwas seltsam ist, das aber wurscht. Wir machen das jetzt hier. Und zwar machen wir jetzt noch eine private Methode, und zwar change speed and direction, und dann machen wir das hier rein und change speed kommt hier. Und dann machen wir hier auch Change Speed. Wenn er vom linken Player, das ist jetzt physikalisch natürlich nicht korrekt, wie er dann abprallt. Aber das soll auch nicht so sein, damit es ein bisschen unerwartet ist. Das heißt, hier soll er nach rechts abgeprallt werden. Das heißt, es ist 1. Und hier soll er nach links abgeprallt werden. Das heißt, es ist minus 1. Und jetzt hoffentlich funktioniert das Ganze. Jawohl. Und wir spielen hier ganz hartes Pong, bloß bewegt er sich noch nicht. Das ist das Einzige, was jetzt hier noch fehlt. Im Ball. Im Player. So. Und zwar müssen wir jetzt hier eine AI machen. Das Einfachste ist eigentlich, dem,
die Y-Achse, die Y-Koordinate soll einfach dem Ball seiner Y-Koordinate folgen. Dafür brauchen wir den Ball erstmal. Das ist das Einfachste. Wir machen da noch ein bisschen was anderes noch. Achso, er erkennt es mal wieder nicht. Beziehungsweise wir können daraus auch ein Entity machen, dann ist es allgemeiner gefasst. So. Und den müssen wir hier noch übergeben. Entity Ball und this.ball gleich Ball. Und da hauen wir dann die Ball-Instanz rein, aber beziehungsweise den Ball-Pointer. So. Ich denke, es macht nichts, dass der Ball erst danach initialisiert wird, da das ja ein Pointer ist und der wird dann eben. Nee, das macht, könnte durchaus was machen. Mache ich es lieber so. Na, eigentlich dürfte es nichts machen, aber ich bin gerade nur etwas verwirrt. Eigentlich dürfte es nichts machen. Nee, wurscht. Wir setzen jetzt einfach den Y auf ball.getY. So, und dann noch minus height durch 2, damit er in der Mitte ist. Wenn wir das Ganze ausführen, dann haben wir immerhin schon mal eine einigermaßen funktionierende AI, bloß dass sie unschlagbar ist. Ich meine, sie ist immer so schnell wie der Ball und hat ihn immer in der Mitte dann. Dementsprechend ist es ein bisschen unfair gegenüber dem Player. Was wir dagegen machen, ist erstens, dass der eine Differenz erstmal herausfindet zwischen dem Ball und der eigenen dem eigenen Y. Wir können hier natürlich auch noch ball.getY plus ball.getHeight durch 2f sagen. So ist es korrekter. Und wenn die Differenz dann positiv ist, dann ist der Ball unterhalb von dem Schläger. Das heißt, if diff ist positiv, ist größer als 0, dann soll die y plus gleich die Speed mal Delta sein. So haben wir schon mal immerhin eine Beschränkung der Speed. Und sonst, wenn diff, ich mache es schon absichtlich hier, warum die nochmal abfragen, weil wir das gleich noch verändern werden. Wir machen jetzt nämlich noch zwei Sachen bei der KI. Oh, mal Delta. So. Jetzt hat er immerhin eine gewisse Speed, eine maximale Speed und er kann dem Ball nicht mehr direkt folgen. Und das ist natürlich unglücklich, dass ich hier plus gleich geschrieben habe. Das soll natürlich minus gleich sein. So. So, da habt ihr es eben gesehen. Der flackert dann hier so rum. Und das ist natürlich ganz ungünstig und er ist im Prinzip immer noch unschlagbar. Kann man sagen, was man will. So. Dagegen, dass er so rumschlackert, machen wir einfach, dass nur wenn die Differenz größer ist als die Height durch 2f, sagen wir mal, oder wenn die Differenz kleiner als minus Height durch 2f, dann soll er das nur machen, sonst schlackert er da so rum. Das wollen wir natürlich nicht. Und genau. Wir können das natürlich auch noch mit dem Ball halt machen, aber das passt so. Und jetzt soll der Schläger auch erst reagieren, wenn er einfach größer als die Hälfte hier ist. Dann haben wir ein bisschen Delay drin und er kommt vielleicht nicht mehr hin. Das heißt, nur if ball.getX ist größer als 400, größer gleich 400, dann soll er reagieren. Das heißt, er reagiert jetzt nicht mehr und jetzt reagiert er wieder und so können wir jetzt hier Punkte machen. Und das war noch ein ganz übler Bug. Den fixe ich noch gleich, aber so haben wir immerhin jetzt mal eine vernünftige, schlagbare KI. Genau. So spiele ich gerade einmal ein bisschen. So, jetzt hat er gefällt. Wunderbar. Das war es eigentlich zu der KI.
Jetzt könnt ihr natürlich an den Werten hier noch ein bisschen rumspielen, von Ballspeed und Playerspeed und so weiter. Und könnt zum Beispiel auch verschiedene Schwierigkeitsstufen einfügen. Jetzt will ich aber noch mal kurz das mit dem Ball herausfinden, was da passiert ist. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist, und das ist etwas aufwendiger zu machen. Ich mache keine Sounds mehr rein. Das ist nur ein Let's Program. Das soll nur die grobe Spielmechanik des Spiels wiedergeben, also wie man sie programmiert. Und dementsprechend, Sounds habe ich ja schon gezeigt, wie man sie in pures Java, wie ich am Anfang gesagt habe, oh, reinmacht. So, jetzt hat er, jawohl, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und zwar liegt es daran, dieser komische Bug von eben, dass wenn der Ball hier oben festgehalten wird und wir gehen dann nach oben, dass der Ball im Prinzip dann in dem Schläger drin ist. Natürlich könnte man jetzt den Schläger noch aufhalten, aber das ist dann, das könnt ihr ja noch hinzufügen. Wie immer hoffe ich, dass das Tutorial euch gefallen hat, das Let's Program. Und dann bis zum nächsten Mal bei was auch immer, was dann kommen wird. Tschüss. Und den Daumen natürlich, wie immer, nicht vergessen. Das ist ja selbstverständlich. Noch zwei kleine Nachträge nach dem Livestream. Und zwar hatte ich ja diesen Bug noch angesprochen ganz zum Schluss. Und der passiert, weil wir, wenn wir eine Kollision auf der Y-Achse haben, also oben und unten, dann setzen wir zwar die Y-Position des Balls wieder richtig hin, aber wir machen sonst nichts mit der Y-Speed. Und da machen wir einfach, da invertieren wir die Y-Speed einfach nochmal, und dann sieht das Ganze definitiv ordentlicher aus, beziehungsweise wir können das auch einfach hier hinschreiben. So, dann invertieren wir einfach die Y-Speed und dann sieht das wieder normal aus. Genauso können wir sagen, dass das nur hier True Return soll und da halt die X-Speed dann neu sein soll. Dann, wenn es oben bzw. unten aufprallt, ich versuche den Fall gerade mal hinzubekommen, aber das ist gar nicht so leicht. Ah, da hat man es eben gesehen, das ist jetzt nach unten abgeprallt, so wie wir das realistisch dann wäre. Also, das ist der erste Nachtrag. Und der zweite Nachtrag ist, dass noch gefordert worden ist, dass ein kleiner Timer eingebaut wird, bevor der Ball losfliegt. Das ist relativ leicht realisierbar. Dafür machen wir hier ein Float Start Timer, nenne ich ihn. Oh, natürlich ein Float. Und dann mache ich eine finale Float-Variable, also eine Konstante. Und zwar nenne ich die Ball Start Time. Und die soll eine Sekunde lang sein. Und jetzt müssen wir schauen, halt in dieser einen Sekunde darf sich der Ball nicht bewegen. Das bedeutet, wir müssen jetzt immer diesen Start Timer updaten. Start Timer plus gleich Delta. Und wenn der Starttimer dann kleiner ist als diese Zeit, ist oder gleich, also Ball Starttime, dann größer, meine ich. Nur dann wird der Ball geupdatet. Und wenn wir ihn jetzt eben neu respawnen, dann wird dieser Starttimer auf 0 wieder gesetzt, weil dann ja die eine Sekunde wieder ablaufen soll. So, wenn wir das Ganze ausführen, wird er kurz festgehalten und dann geht's los. Und so, jetzt mache ich mal kurz einen Punkt, damit dass ihr euch beweist, dass es auch bei mir funktioniert. So, und dann wird er nochmal kurz festgehalten und es geht wieder los. Das war's jetzt aber endgültig. Tschüss.